Neulich kam ja die Riesendiskussion auf wegen Aliens in Fallout 76, als ich den Kommentar eines Users vorgelesen hatte und habe gesagt, es gibt in Fallout 76 keine Aliens. Und dieser Meinung bin ich bis heute immer noch. Und wie Bethesda eigentlich dafür gesorgt hat, dass Leute denken, dass es Aliens in Fallout 76 gibt, darüber sprechen wir im heutigen Video. Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen, liebe Vault-Bewohner und Ödland-Besucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie immer gilt die Regel, wenn euch das Video geholfen oder gefallen hat, dürft ihr mir ein Däumchen da lassen. Natürlich auch ein Abo raushauen und die Glocke aktivieren, so bleibt ihr auf dem neuesten Stand. Und wenn ihr was auf dem Herzen liegt, schreibt es mir in die Kommentare. Lese ich mir sehr gerne durch und mit viel Glück ist dein Kommentar auch im nächsten Video mit dabei und sorgt dafür, dass wir hier ziemlich hitzige Diskussionen über Aliens und Konsorten führen. Jawohl, ich hatte ja gesagt, es gibt keine Aliens in Fallout 76 und dann haben Leute in die Kommentare geschrieben, doch, gibt es, und zwar das Flatwood-Monster ist ein Alien. Nein, ist es nicht. Also nicht direkt. Also es könnte ein Alien sein, muss es aber nicht. Ich habe recherchiert, liebe Freunde, auf Google gesucht wie ein Bekloppter und habe herausgefunden, dass das Flatwood-Monster nichts anderes ist als eine, ja, ich sag's mal, Legende, eine Sage, welche natürlich auch im Real Life existiert. Und zwar erschien das Ganze oder kam das Ganze zustande um die 1952 in West Virginia, wo es laut Zeugenberichten dazu kam, dass man ein Wesen gesehen haben soll, welches eben so aussieht wie das Flatwood-Monster. Wenn man Flatwoods-Monster übrigens auf Google eingibt, dann findet man auch ganz viele kuriose, komische Bilder, wie das Monster denn beschrieben wurde. Das Witzige ist natürlich, dass man dieses Monster immer bei Nacht und im Nebel gesehen hat, in einem Wald. Und angeblich haben Augenzeugen auch darüber berichtet, dass ein UFO über sich hinweggeflogen ist und irgendwo abgestürzt sein soll. Und dass man da dann halt eben dieses Monster gesehen haben soll. Natürlich hat man sich auf die Suche begeben und gesucht und gesucht und nichts gefunden. Und ja, man ist sich jetzt natürlich nicht so ganz schlüssig darüber, was das Flatwoods Monster denn jetzt eigentlich ist. Ich persönlich sage, es ist kein Alien. Also ich persönlich habe das auch in Fallout 76 nie für ein Alien gehalten. Für mich war das eigentlich eher so eine Weiterentwicklung der Robo-Brains. Ja, diese kleinen Roboter mit Gehirn in ihrer Glaskuppel obendrauf. Und ich dachte immer, das wäre so eine Weiterentwicklung. Denn das Flatwoods-Monster ist für mich jetzt kein Alien, sondern eher ein Roboter-Monster. Wie auch immer. Des Weiteren wurde ich im letzten Livestream darauf aufmerksam gemacht, wenn man denn nachschaut, und zwar unter Challenges und Kampf, und scrollt da mal so ein kleines bisschen runter, da muss man Kreaturen und Monster und sonst was töten. Und da steht klar differenziert, töte ein Alien, töte das Flatwoods Monster. Ja, also wird da auch differenziert. Also auch Bethesda sagt, das Flatwoods Monster ist kein Alien, sonst würde das ja so nicht dastehen. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es denn Aliens in Fallout 76? Also wenn es Aliens gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe bisher keins gefunden. Ich habe die komplette Map abgesucht. Ich habe schon so ziemlich alles niedergeballert, was es überhaupt auf der Map gibt in Appalachia. Ich habe das Internet durchforstet, ich habe Google durchsucht, ich habe YouTube durchsucht, ich habe sämtliche Internetseiten durchgemacht, ich habe rumgefragt in der Community, ich habe in Foren gefragt. Entschuldigung. Und keiner, wirklich niemand kann bestätigen, wo es denn ein Alien gibt. Ja, also welches Wesen in Fallout 76 als Alien bezeichnet wird. Denn diese Challenge hat scheinbar noch niemand erledigt. Ja, denn keiner weiß, was denn jetzt ein Alien sein soll in Fallout 76. Aber ich habe ein Alien gefunden. Oh Wunder, oh Wunder. Und dieses befindet sich, jetzt muss ich mal ganz kurz hier gucken, und zwar unten im Ash Heap, Monongah-Umspannwerk MZ03. Wenn wir dort die Straße ein kleines bisschen hochlaufen, finden wir einen rötlichen Truck. Und wenn wir uns diesen Truck genauer angucken, hinten auf der Ladefläche, befindet sich dann ein Alien. Ja, ein totes Alien und mehr nicht.
Ja, also ich meine, die ganzen Supermutanten, Snelly, Knasters und wie sie alle heißen, die ganzen Viecher, Verbrannte und Ghule, das sind ja keine Aliens, das sind ja alles durch die atomare Strahlung mutierte Wesen. Ja, von daher kann man da nicht von Aliens sprechen. Natürlich haben wir oben die abgestürzte Raumstation und wer weiß, da ist ja auch dieses eine Wrackteil, welches da hinten an dem Felsen ist. Ich habe da jetzt leider keinen Screenshot für euch, aber da scheint auch irgendwie eine Tür in den Berg reinzuführen und vielleicht hebt man sich da was auf. Ich persönlich weiß nicht, welches Viech man töten soll, um diese Challenge zu absolvieren, Leute. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich habe alles Mögliche probiert. Ich komme einfach selber nicht auf die Lösung. Vielleicht habt ihr die Lösung. Wäre cool, wenn ihr mir das unten in die Kommentare reinschreibt. Und jetzt eure Meinung zu Aliens unten in die Kommentare. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Guten Loot. Macht nicht zu viel Blödsinn. Jagt nicht zu viel Aliens. Macht euch nicht verrückt. In diesem Sinne, Servusle und ciao.